CO2 ist ein Gas und steht für Kohlenstoffdioxid. CO2 kommt von Natur aus in der Luft vor, du kannst es aber weder riechen noch sehen, weil es wie viele andere Gase keinen Geruch und keine Farbe hat. Ohne CO2 können Menschen, Tiere und Pflanzen nicht überleben. Pflanzen nehmen CO2 aus der Luft auf, wandeln es in Sauerstoff um und geben diesen in die Luft ab. Menschen und Tiere atmen den Sauerstoff ein und atmen CO2 aus. Dieses CO2 nehmen die Pflanzen wieder auf und so entsteht ein natürlicher Kreislauf, der CO2-Kreislauf. CO2 ist ein wichtiger Bestandteil der Atmosphäre. Die Atmosphäre ist eine Schutzschicht, die unsere Erde umgibt und wärmt. Ohne CO2 und andere Gase wäre es auf unserer Erde etwa 30 Grad kälter, zu kalt für die meisten Lebewesen. CO2 entsteht auch, wenn wir Erdöl, Erdgas oder zum Beispiel Kohle verbrauchen, um damit Auto zu fahren oder Häuser zu heizen. Gleichzeitig holzen wir immer mehr Wälder ab, zum Beispiel den Amazonas-Regenwald in Südamerika. Bäume nehmen beim Wachstum aber CO2 auf und speichern es im Holz. Fehlen die Bäume also, wird das CO2 nicht mehr gespeichert. So gelangt immer mehr CO2 in die Atmosphäre. Und je mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt, desto wärmer wird es auf der Erde. Und das ist schlecht für Menschen und Tiere. Diesen Vorgang nennt man Klimawandel oder Klimaerwärmung. Zum Glück können wir etwas gegen den Klimawandel unternehmen. Am wichtigsten ist, dass wir weniger CO2 ausstoßen, indem wir weniger Erdöl oder Erdgas verbrauchen. Besser sind klimafreundlichere Energiequellen wie Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft. Helfen kann auch, wenn wir die Wälder schützen und mehr Bäume pflanzen, die CO2 speichern. Auch unbebaute Böden und Moore nehmen viel CO2 auf. Wir alle können mithelfen, wenn wir weniger mit dem Flugzeug fliegen oder das Auto auch mal stehen lassen und dafür lieber auf das Velo oder in den Zug steigen.